Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Vorne mit Robin Blase und David Hein. Du willst nicht nochmal neu anfangen, du willst es so durchziehen. Ja, klar. Alles klar. Nicht den Webvideopreis zweimal. Den hat man auch nicht umsonst gewonnen. Den hat man nicht so gewonnen. Du hast völlig recht. Den habe ich auch für meine Kochkünste nämlich bekommen. Was? Nein, wir haben alle die Hände hoch. Was auch immer passiert. 1, 2, 3. Wie schon vorbei? Ja, dann hallo und herzlich willkommen zu diesem Jahresrückblick, der dieses Jahr leider ein bisschen kürzer ausgefallen ist. Denn ja, ihr habt es vielleicht mitbekommen, auf diesem Kanal hat sich in den letzten Monaten so gut wie nichts getan. Und das hat einen Grund. Und ich habe jetzt eine ganze Weile nicht darüber gesprochen und dachte mir, jetzt zum Jahresrückblick will ich das mal tun. Deswegen möchte ich euch heute aufklären, was ist eigentlich mit dem Hein los und wie geht es hier eigentlich weiter? Das fing, glaube ich, letztes Jahr an. 2017 fing das an, dass ich merkte irgendwie, dass die Texte, die ich schreibe für meine Videos normalerweise, das ist nicht mehr so von der Hand gegangen, wie es mal der Fall war. Ich habe eine Datei auf meinem Rechner und in dieser Datei speichere ich für gewöhnlich alle Texte ab zu allen Ideen, die ich habe. Da sammle ich die Stoffe drin, da sammle ich die Linkquellen drin und diese Datei ist jetzt, ich glaube, 49 Seiten lang. Ja, und auf diesen 49 Seiten sind zum Teil angefangene Texte. Dieses Jahr wollte ich was zu Command & Conquer machen. Ich wollte was zu Diablo Immortal machen. Es gab so viele Sachen, die ich angefangen habe und nicht zu Ende gebracht habe. Und ich habe irgendwann für mich feststellen müssen, in Mitte des Jahres, irgendwas ist kaputt. Irgendwas funktioniert mit mir nicht mehr. Und ich musste mir dann eingestehen, dass ich eine Schreibblockade habe. Ich habe früher immer davon gehört, dass das in Journalistenkreisen oder in Buchautorenkreisen gerne mal der Fall sein kann, dass sowas passiert. Aber ich dachte nie, dass mich das mal treffen könnte. Und ich habe dieses Jahr ja einen Podcast rausgebracht und habe darüber gesprochen. Und da haben mich ganz viele Leute darauf aufmerksam gemacht, dass das möglicherweise ein Burnout ist. Und auch da habe ich gedacht, nee, Burnout. Man spielt sowas gerne herunter, gerade wenn man so einen Workload hat und so einen Anspruch hat und sich keine Blöße geben will. Das hat ja auch ein bisschen was von... Ich habe mich gefühlt, als wäre ich vielleicht gescheitert oder so und habe deswegen mir das selber nicht eingestehen wollen. Und habe aber gemerkt, so, die Ideen sind noch da und ich mache das auch wahnsinnig gerne. Und ich ärgere mich auch bei jedem Thema, was ich nicht umsetze, ärgere ich mich, dass ich dieses Video nicht machen konnte. Und das habe ich gedacht, das muss einfach enden. Ja, da muss ich was tun. Und ich habe das angegangen. Ich bin jetzt seit geraumer Zeit habe ich mich in Therapie begeben, weil ich dachte, dass mir da vielleicht neue Wege aufgezeigt werden. Und das fruchtet tatsächlich auch. Also ihr habt jetzt ja gesehen, in den letzten Wochen sind wieder die ersten Videos gekommen. Ich muss ganz offen sagen, es ist immer noch nicht einfach zu schreiben. Also ich setze mich immer noch nicht hin wie früher und hau die Texte raus, sondern ich setze mich an so einen Text und muss immer wieder von vorne. Ich mache immer wieder Pausen, muss immer wieder versuchen, mich zu zwingen, mit so einem Text weiterzumachen. Aber wenn ich dann so ein Video fertig habe oder so einen Text wie für die M-Games, dazu komme ich gleich, dann bin ich schon stolz und dann bin ich auch immer wieder glücklich. Und dann freut es mich auch, ne, wenn in den Kommentaren oder auch bei den Klicks, wenn man merkt, so die Leute wollen es noch, die mögen es noch und irgendwie kannst du es irgendwie dann doch noch. Jetzt werden sich einige Leute fragen, warum hat er denn dann aber für andere Kanäle was gemacht oder wieso ist es dann möglich, einen Podcast zu machen? Und das ist eine Frage, die ich mir auch gestellt habe. Ich habe auch gedacht, so, warum ist es möglich, dass ich zum Beispiel für Tinseltown Texte schreibe für das Film-ABC, aber das nicht auf meinem Kanal hinbekomme. Und ich kann mir das nur erklären, dass ich auf meinem Kanal so einen ganz speziellen Anspruch habe, der dazu geführt hat, dass der Druck
immer größer wurde, den ich mir selber mache, da bin ich ganz offen. Ne? Also es ist niemand von euch da, der sagt, so Hein, es ist der dritte, wo ist mein neues Video? Sondern ihr kommt ja zum Teil nach Monaten zurück und sagt dann so, 6 Monate vorbei, aber ich freue mich trotzdem auf das neue Video. Dementsprechend ist der Druck, der da ist, ja komplett selbst gemacht. Ja, wenn ihr wollt, bleibt am Ball. Jetzt wisst ihr Bescheid, die Leute, die jetzt sagen, nee, also ich warte hier nicht noch länger auf Videos. Euch steht ja immer frei zu gehen. Die anderen, ihr seid ja eh über Monate geblieben. Jetzt wisst ihr ungefähr, was los ist, warum auch so wenig kommt. Ich habe ja zum Glück immer noch die Möglichkeit, an anderen Projekten zu arbeiten. Und da möchte ich ganz kurz auch noch drauf zu sprechen kommen, weil mich ja ganz viele Leute gefragt haben, was macht der Hein eigentlich? Was macht der sonst so? Weil ich immer wieder auch Dinge poste bei anderen Projekten. Deswegen gebe ich mal einen Überblick darüber, wo ihr mich sonst so finden könnt. Denn da funktioniert es skurrilerweise, aber häufig bin ich auch nur Gast. Das heißt, ich brauche mich häufig nur in ein Set setzen, sage dann, ja, das sehe ich auch so und schon muss ich wieder gehen, da muss ich also nicht viel selber schreiben. Das wichtigste Projekt, an dem ich beteiligt bin, ist natürlich mein Podcast, die Lästerschwestern. Das ist das Ding, was ich mit Robin Blase führe, also Rob Bubble. Seit Anfang des Jahres machen wir jetzt diesen Podcast und sind wahnsinnig geflasht davon, wie erfolgreich das Ding in dieser kurzen Zeit geworden ist. Wir sind mittlerweile immer wieder unter den Top 5 erfolgreichsten und beliebtesten Podcasts in Deutschland. Hatten dieses Jahr eine Live-Show. Das war ein ganz besonderer Moment für Robin und mich, weil da halt das erste Mal Leute wirklich wegen uns gekommen sind. Ja, ich habe ja noch nie ein Fantreffen oder irgendwie sowas gemacht, weil ich sowas immer komisch fand, weil ich den Leuten nicht viel mehr biete, als zu sagen, ja, ich bin dann jetzt da, ne, und schreibe euch Dinge irgendwo rauf. Aber hier haben wir tatsächlich einen Gegenwert geboten. Es ist ein ausverkauftes Haus gewesen, wo wir 2 Stunden lang eine Live-Show hatten und die Leute gelacht haben, haben mitgemacht. Und wir wollen das nächstes Jahr auf jeden Fall wieder machen, weil uns das so viel Freude gemacht hat, und zwar als Tour. Es gibt ja ganz viele Podcaster, die dann touren. Und das möchten wir auch machen, möchten quasi in unterschiedlichste Städte in Deutschland kommen. Ja, und vielleicht seid ihr dann dabei. Und ansonsten ist es wirklich eine wahre Erfüllung. Es ist wirklich nur, Robin und ich setzen uns hier meistens auch in dieses Set her, reden dann einfach was uns einfällt zu Themen wie, was hat YouTuber XY wieder für Scheiße gebaut, warum ist diese Werbung so kacke und was macht der Trump eigentlich da gerade wieder in den USA. Also so gesellschaftskritische Themen, denn Robin und ich, wir mögen das einfach. Und ich muss dazu an dieser Stelle vielleicht auch nochmal sagen, der Robin selbst, den mag ich sehr. Robin, falls du das siehst, du warst mir dieses Jahr eine große Hilfe, ein großer Anker und viel wichtiger, ein sehr guter Freund. Ich arbeite mit niemandem gerade so gern zusammen wie mit dir, und dafür möchte ich dir auch nochmal danken. Ja, wobei es gibt schon noch zwei, nämlich den Olli, den ich hier immer wieder erwähne, aber auch den Robert Hofmann, mit dem ich auch sehr gern zusammenarbeite. Ich weiß, wer mich länger verfolgt, der wird das vielleicht über Jahre auch mitverfolgt haben. Das war nicht immer so. Robert und ich haben uns eine ganze Zeit lang nicht riechen können. Das hat sich aber letztes Jahr geändert. Wir haben am Anfang des Jahres ein Format gestartet, das hieß Autospoiler. Da haben wir dann aber gemerkt, oder erst dieses Autokino, der Name war aber schon belegt. Autospoiler hieß es dann, und dann haben wir gemerkt, das ist scheiße, im Auto sitzen und über die Idee ist doof. Und haben daraus dann Kopfkino gemacht. Dieses Format kommt immer noch jeden Monat bei Robert auf dem Kanal. Da reden wir über alle Filme des Monats, die irgendwie relevant sind, im Spoiler-Talk. Das heißt, da könnt ihr dann euch meine Meinung angucken. Das kommt eigentlich immer am 1. des neuen Monats. Das heißt, genau jetzt, also dieses Wochenende oder vielleicht die nächsten Tage, müsste eine neue Folge kommen. Es gibt ganz viele, die mögen, wenn ich Filme zerreiße. Da habt ihr das sehr häufig. Robert und ich machen aber auch noch ein anderes Format, und zwar auf einem anderen Kanal. Und das war, glaube ich, für mich die wichtigste Neuerung dieses Jahr, nämlich Tinseltown. Tinseltown ist so ein Kanal, der dieses Jahr gegründet wurde von verschiedenen YouTubern. Ich sag's da ganz offen, weil das haben ganz viele, glaube ich, nicht verstanden. Das ist eine Auftragsarbeit. Das ist einfach, da sind Leute auf mich zugekommen und haben gesagt, David, du magst gern Filme. Hier hast du Geld, mach doch was, worauf du Bock hast. Und das ist ganz selten so bei Auftragsarbeiten, muss man auch dazu sagen. Normalerweise hast du ganz klare Vorgaben, ist hier aber nicht so gewesen. Die haben gesagt, was willst du machen? Und ich habe gesagt, ich will schon ewig das Film-ABC machen. Das ist keine neue Idee, das habe ich nicht erfunden, sondern kam mir irgendwann in den Sinn, weil ich die Movie-Trivia selber sehr mag und auch ihr die immer sehr mochtet. Und hier erkläre ich quasi Filmbegriffe. In der ersten Folge zum Beispiel ADR. Über Body-Horror habe ich schon gesprochen. Letztens habe ich über Long-Takes gesprochen. Und mache das dann häufig so mit Beispielen, auf spielerische Art und Weise. Wollte das eigentlich auch auf diesem Kanal schon längst mal machen, aber irgendwie ist es das Abstruse. Das kriege ich wiederum nicht hin.
Ja, vielleicht ist das ja 2019 möglich. Ich würde nämlich eigentlich gerne im zweiwöchentlichen Rhythmus das einmal auf Tinseltown und einmal auf Behind bringen, damit hier auch ein bisschen mehr Content kommt. Aber ja, wenn ihr möchtet, dann könnt ihr bei Tinseltown vorbeigucken. Ich weiß, viele mögen das nicht, wenn sie noch einen Kanal abonnieren müssen, gerade wenn da auch andere Hanseln rumspringen. Aber da waren ja eine Zeit lang auch Simon Unge, InScope 21 und wie sie alle heißen, waren da auch noch mit dabei, Gen Area. Die sind alle nicht mehr dabei. Ja, das ist wirklich nur noch ein Kanal, den jetzt auch Robin mitbespielt, den Robert mitbespielt. Und wir gucken, ob wir da neue Leute dazu holen im neuen Jahr. Das heißt, wer keinen Bock auf Pranks und Schminkvideos hat, der kann da gerne jetzt häufiger reinschauen. Und eine Sache, die ist jetzt am Ende des Jahres dazu gekommen, die ist mir noch sehr wichtig, die M-Games. Die M-Games ist eine Zeitschrift, ihr kennt die vielleicht noch, wenn ihr länger auf meinem Kanal dabei seid. Da habe ich mal ein Video zu gemacht. Eine meiner Lieblings-Game-Zeitschriften und für die schreibe ich jetzt. Neulich habe ich einen 8-Seiten-Beitrag beigesteuert, der dann tatsächlich oben vorne auf dem Cover mitgelandet ist. Da war ich schon ein bisschen stolz, muss ich sagen. Da muss ich dazu sagen, natürlich, hier geht es dann um eine kommerzielle Sache, deswegen muss ich hier Werbung einblenden. Es ist mittlerweile so, dass auch das hat sich 2018 geändert. Wenn man auf solche Sachen hinweist, die in irgendeiner Form einen kommerziellen Hintergedanken haben, dann ist das Werbung. Und ja, dieses Heft kostet, ich glaube, 5,50 Euro im Handel. Aber ja, das gilt im Grunde natürlich nur für die, die alles von mir lesen wollen. Da bin ich immer mal wieder vertreten. Ja, und ansonsten hoffe ich, dass ich 2019... wieder ein bisschen mehr hinbekommen, denn das hier, also diese Jahresrückblicke, waren immer meine Lieblingsvideos. Ich habe das immer geliebt, zurückzublicken, diese ganzen Schnipsel zusammenzuschneiden auf irgendeinen coolen Song und das ist wie so ein Fotoalbum. Ich gucke mir diese Videos tatsächlich auch immer mal wieder an, weil ich das total toll finde, in alten Emotionen und Erinnerungen zu schwelgen und war schon hinblickend auf dieses Video hier echt enttäuscht, dass es das dieses Jahr nicht gibt. Aber ja, ich will mich hier nicht herstellen und eines dieser Videos machen, wo ich vorher sage, ich habe lange überlegt, ob ich euch das davon berichte. Aber jetzt kann ich nicht mehr länger schweigen. Nee, habe ich gedacht, machst du nicht, weil ist ja auch Quatsch. Ist ja auch Blödsinn, mich hinzustellen und einen auf Tränendrüse zu machen. Stattdessen möchte ich die Dinge lieber angehen und ändern. Und es wird noch einen anderen Rückblick geben. Ich habe mir nämlich gedacht, ich schneide mal all die Dinge zusammen. Ich habe jetzt eine Karriere, da blicke ich auf 15 Jahre zurück, in denen ich Videos mache. Und die vom Anfang, die sind schlimm. Die sind sehr schlimm und ich habe mir gedacht, das teile ich einfach mal mit euch. Ich möchte euch mal einfach einen Rückblick zeigen über 15 Jahre David Hein und das möchte ich in den nächsten Wochen. Kommt das irgendwann nach. Ich sage bis dahin erstmal Tschüss. Danke fürs Dabeisein, fürs Dranbleiben, auch wenn hier 6 Monate lang nichts passiert ist. Ich hoffe, solche Pausen und Lücken passieren nächstes Jahr nicht mehr. Aber wie gesagt, es gibt den Podcast, es gibt Tinseltown, da seht ihr das immer wieder. Ich weiß, es ist schade, dass das so versplittert ist, aber so sind die Dinge manchmal. Kommt gut rein und Tschüss.